Hallo zusammen, ich habe hier diese Arktik, die ich ja mit diesen Heizmatten nachgerüstet habe, die ich original von Liontron bekommen habe. Aber ich habe ja die Parameter nicht richtig eingestellt, wurde ich auch nicht instruiert. So habe ich halt diese unechte Arktik. Zweitens habt ihr in den letzten Videos diesen Widerstand gesehen. Und da haben mir dann einer gesagt, ja, weißt du, das ist ja schön, wenn du da drauf hast, spüre ich am Video nicht, dass der warm wird. Aus diesem Grund hat jetzt der hier eine Glühbirne gekommen, ganz einfach, primitiv. Aber wenn ich hier drauf halte, seht ihr, dass hier Spannung kommt. Ja, jetzt habe ich ja auch gesagt, dass ich eine echte Liontron besorge. Und hier, ich habe eine Box, das ist eine Wemo 81 Medi, die arbeitet auf einem Grad genau. Für die, die nicht so genau brauchen, gibt es die Standard, die kostet dann 680. Von der Box mache ich euch dann oben ein Video, hier verlinke ich euch. Ich habe hier die Batterie bekommen, habe sie hier reingemacht und habe die runtergekühlt. Jetzt sehen wir, wir haben hier 0 Grad und hier haben wir 10,6 Grad, minus 10,6 Grad. Wenn ich jetzt aber hier auf Benutzer gehe, ja, hier Licht, habe ich hier unten die Temperatur 10,9 Grad und hier habe ich Herstellungsdatum 2.2020. Die Batterie ist also aus dem Februar. Ich habe die Batterie natürlich jetzt mit dem Karton, so wie ich die gekriegt habe, von einem Händler von Liontron. Der hat die am Lager. Und wir sehen hier auf diesem Kleber, das ist ein Kleber von UPS, wären Gefahrengut. Am 28.10. wurde diese Batterie weggeschickt. Mein Widerstand hierher. Und ich habe über die Tracking-Nummer, die hier drauf ist, ausgedruckt, dass diese Batterie dann am 29.10. zugestellt wurde. Ja, die habe ich original hier reingepackt. Und die packen wir jetzt aus. Die war jetzt eine gute Nacht hier in dieser Truhe. Wir haben hier die Deklaration in der Truhe, in der Schachtel. Gewohnte Styropor, oder nee, ist nicht Styropor, ist Kunststoff. Also gewohnter Standard von Liontron. Ich stelle die hier drauf. Die Schachtel brauchen wir momentan nicht mehr. Ja, was ist jetzt der Unterschied zwischen meiner unechten und dieser echten Arktik, die von Liontron kommt? Ich habe hier einen Kleber drauf. Das ist eine Arktik. Bei meiner steht hier der Kleber nicht drauf, weil, ja, die stelle ich hier daneben. Und wenn ich jetzt eben mein Widerstand nehme und hier anhänge, wird der warm erleuchtet. Und wenn ich das hier mache, funktioniert er auch im kurzen Moment. Und dann geht die Batterie aus.
Und wenn ich dann hier aufs App gehe, muss ich noch aktualisieren. Ja, außer es will jetzt nicht, aber das ist... Dann steht hier Entlade-Untertemperatur. Ich kann auch die Spannung messen, aber die Lampe sagt eigentlich genügend. Wenn ich dann wieder auf Benutzer gehe, habe ich hier eine Temperatur von 9,8 Grad minus. Das heißt, die Batterie hat jetzt sich erwärmt hier drin. Ja, verrate sie. 10,8 minus. Aber diese Lampe hier geht nicht mehr. Und hier geht sie. Ihr seht das. Ich kann auch die Volt messen. Das ist eigentlich auch kein Thema. Umstellen auf Volt. Ja. Nix. Ja, mit meinem Widerstand, was soll ich euch jetzt erzählen? Ich habe diese Arctic nachgerüstet. Ich muss zugeben, ich habe sie, das Video von der Nachrüstung habe ich eine Heizmatte reingemacht und dann habe ich festgestellt, dass ich einen Kastenverkehr zusammengebaut habe. Ich habe sie nicht zugeschraubt, nichts. Ich habe nachträglich die zweite reingemacht. Ich muss das Video von der Nachrüstung noch korrigieren, aber das Nachrüsten ist wirklich ein Kinderspiel. Diese Batterie wurde am 27.10. an Händler geschickt von Liontron. Dieser Händler hat mir diese Batterie verkauft, aber das ist ein anderes Thema. Ich habe also hier eine Batterie, die original von Liontron an einen Händler rausgegeben wurde. Und der hat gesagt, ich würde die ja verkaufen an irgendeiner, der eine Arctic will. Jetzt habe ich sie, ich habe jetzt halt zwei Arctic. Welche ist jetzt hier unecht? Ich brauche jetzt da noch so einen Kleber. Nur, diese Kleber habe ich natürlich mit den Heizungen auch bekommen. Nur habe ich den Kleber hier nicht drauf gemacht. Aus diesem Grund sehen wir, dass das hier eine unechte Arctic ist. Hier hat es einen Kleber drauf nachgerüstet. Was soll ich jetzt? Diesen Kleber hier drauf machen und dann ist es eine echte Arctic. Mittlerweile bin ich ja auch so weit, dass ich Validierungsprotokolle schreibe. Ich habe hier Validierungsprotokoll mit Datum, Messzweck, Objekt und so weiter. Aber interessant wird es hier unten. Ich habe gestartet bei minus 12. Ich habe eigentlich höher gestartet, aber geschrieben, die Batterie, ich rede nicht von der echten Arctic. Ihr seht mein Lächeln. Diese echte Arctic hier hat wahrscheinlich die gleichen Parameter wie die. Diese unechte Arctic nach diesem Validierungsprotokoll bei unter minus 10 Grad. Und zwar beim App bezogen hinten beim Benutzer auf die Temperatur.
Nach diesem Validierungsprotokoll, bezogen auf diese Batterie, nicht auf diese Originalarktik, die ich original über einen Händler bezogen habe, weil Liontron mir ja die nicht mehr zukommen lässt. Wahrscheinlich haben Sie gemerkt, dass irgendwas nicht stimmt. Schaltet die Batterie bei plus minus 10 Grad aus, meldet sich ab, entlade unter Temperatur und bei 0 Grad meldet sie sich wieder. Es gibt einen Trick, um die 0 Grad zu umgehen. Ich habe hier ein Ladegerät. Ich gebe dem Ladegerät kurz Strom drauf. Wir gehen hier wieder auf das App und sehen Unterladetemperatur. Und ich sehe auch hier, die Batterie hat sich jetzt erwärmt auf plus minus 2,9 Grad. Weil wahrscheinlich liegt die Sonde hier eher an der Wand, wieder mittendrin. Wenn ich hier kurz Spannung drauf gebe. Ladegerät läuft. Dann ist das BMS wieder aktiv. Und ich kann hier mit meinem Lämpchenwiderstand wieder Strom rausnehmen. Das heißt, ich muss eine Fremdspannung haben, um diese Batterie wieder zu aktivieren. Wenn ich also mit dieser Batterie, hätte die Batterie ja laufen sollen, jetzt auch bei minus 30 Grad, oder mindestens 25, bei 29 würde auch keiner was sagen. Wenn ich die Batterie unter 10 Grad absenke, ich beziehe mich immer auf diese Batterie, die ich bemessen habe. Ich habe gemessen und ich habe viel gemessen. Wenn ich diese Batterie runterfahre auf minus 10 Grad, minus 10,1 Grad geht sie aus. Und sie muss sich selbstständig auf 0 Grad erwärmen oder über 0 Grad. Das war auch das Thema, dass die Arktik sich über 0 Grad erwärmen muss, bis ich sie wieder, irgendwo steht das, kommt im Video, wenn ja die entladefähig wäre, aber ich habe ja keine Fremdspannung. Wenn ich so ein Gartenhäuschen anschaue, ein Schrebergarten, da habe ich keine Fremdspannung, wo ich dann kurz hier Spannung drauf geben kann, wenn ich nachts komme. Unter Tage ist es dann so, dass diese Batterie, die habe ich gemessen, aber die wird genau gleich sein. Also das ist die Originalarktik, die ich bekommen habe von einem Händler. Wenn ich in so einem Schrebergarten, dann natürlich dann die Solaranlage kommt unter Tage und es hat minus, zwischen 0 und minus 10 Grad, habe ich die Spannung. Das heißt, die Batterie ist dann wieder aktiv. Aber sobald die Batterie wieder sinkt unter 10 Grad, ist sie wieder nicht mehr aktiv. Habe ich, aber es braucht wahrscheinlich nicht viel, dann kommt die Batterie. Habe ich nicht getestet. Ja, jetzt weiß ich nicht, ob ich, vielleicht wäre ja ein Software-Update nötig auf der Batterie. Wer macht mir so ein Software-Update? Dann muss ich ein Programm haben, einen Laptop haben, das kriege ich ja hin, ein Verbindungskabel haben. Dann tue ich mir nicht an. Bei mir im Betrieb hat es Junge, die können das. Die können die Batterie umprogrammieren, wenn sie dafür instruiert werden.
Und ich weiß ja jetzt nicht, ob sich Liontron dafür hält, mir so ein Software-Update zu schicken. Aber ich vermute, weil es gibt jetzt keine Kommentare mehr, die negativ sind. Auf dem ersten Video wurde noch kräftig reklamiert, dass ich ein Bastler bin, dass ich es nicht fähig bin, dass das zu messen und weiß ich was, ich hätte keine Ahnung. Diese Kommentare sind verschwunden. Das waren teilweise Kommentare, wo der Kommentator Video am 22. hochgeladen und am 21. und am 22.11. war der neu eingetragen. Also neue Kommentare, der Hans Müller. Ich wünsche euch einen schönen Tag.